Herzlich willkommen, liebe Freunde, heute wieder bei FIFA 15 Karrieremodus. Hier ein bisschen Mikro ein bisschen schöner hinstellen. Wir spielen heute im FA Cup gegen Derby County, so rum. Schönes Heimspiel hier. Leider Gottes, ohne Embolo. Ja, ihr seht schon, was ich eigentlich als erstes hätte erwähnen sollen. Kamera ist ein bisschen anders heute. Liegt daran, dass ich einfach ein bisschen näher am Mikro dran bin. Ich bin auch ein Stück mit dem Stuhl vorgerutscht. Das Controllerkabel ist im Weg. Einfach aus dem Grund, weil ich dann so übers Mikro rüber gucken kann und den kompletten Bildschirm sehe. Des Weiteren aber auch, weil man das dann besser hört. Klar hört man es auch so gut, also wenn ich jetzt weiter weg bin. Aber dann muss ich das alles ein bisschen hochpitchen. Und das wollen wir nicht. So, jetzt habe ich gerade einfach, ich bin jetzt in der zweiten Aufnahme schon, deswegen ist es leider kein Regen. Gerade eben wäre Regen gewesen. Ich musste nämlich Alt F4 drücken, aus dem Grund, dass es tierisch geleckt hat. Also ich habe das Legen schon gemerkt. Aber ich starte dann immer kurz das Spiel und teste sozusagen die ersten 10 Sekunden des Spiels, ob es weiterhin leckt. Und es leckte die ganze Zeit. Leiter der Partie ist Mike Oliver aus England. Leckte halt die ganze Zeit und deswegen war mir klar, dass die Maus im Weg ist, ganz ehrlich. Wer macht denn sowas? Es eskaliert ja hier. Also, ja, es hat tierisch geleckt und dann musste ich neu starten. Hab halt meinen Browser geschlossen, Manicam neu gestartet, weil Manicam hat die ganze Zeit den Prozessor ausgelastet und zwar sehr, sehr stark. Und habe das neu gemacht. Und ja, das war ein Pass wie aus dem Lehrbuch. Ein Pass wie aus dem Lehrbuch zum Gegner. Und das war aber eine stylische Abnahme. Oh, ich habe schon weiterpassen gedrückt. Leckt immer noch so ein bisschen. Ihr seht das wahrscheinlich. Aber ich werde jetzt einfach weiterspielen, weil eigentlich geht es. Wahrscheinlich leckt es ein bisschen durch die Spielgeschwindigkeit. Wenn hier so ein weiter Pass nach vorne kommt oder so. Oder wenn jemand rennt. Haben wir uns auch gerade gesehen. So, Henry. Standbild, okay. Derby County ist schon mal ein etwas stärkerer Gegner irgendwie als Everton, habe ich das Gefühl. Wir spielen mal wieder Pressing. Hoher Druck. Kopfball geklärt. Die Situation, bin gerade ein bisschen ruhiger. Und Sigurdsson läuft. Oh, ganz ehrlich. Das war ja wohl ein Foul oder was, ey. Ja, hier, sowas kann ich nicht leiden, wenn die da so komisch zickzack hin und her laufen. Oh! Auch noch rübergeschossen. Ich wusste nicht, ob er abseits stand oder nicht. Das sah. Also, die Abwehrspieler haben halt den Arm gehoben, dass es abseits hätte sein sollen. Aber. Also wenn man näher am Bildschirm sitzt, dann ist es immer ein bisschen schwer. Aber es leckt wirklich. Also, ich habe keine Ahnung. Meine FPS-Zahl ist voll. Ich weiß nicht, wo das Lecken herkommt. Normalerweise, also jetzt so ohne Facecam-Aufnahme, läuft das Spiel auch normal, ganz normal, richtig gut flüssig, auch mit der Aufnahme. Ist jetzt wahrscheinlich wirklich nur durch die Facecam-Aufnahme, dass es da zum Laggen kommt. Ich verstehe nur nicht, warum, denn, ja, meine FPS-Zahl ist halt normal. Weißt du? Denkt man ja normalerweise, dass wenn die FPS-Zahl schon die ganze Zeit gleichbleibend ist, der hat sich da einfach so richtig hart reingeboxt, ne? So. Oh Gott. Ja, super Johnson. Ball abnehmen und dem Gegner gleich wiedergeben.
Was machst du, Henry? Oh, ich drück nach oben, passen. Und er spielt den wieder ins Aus, ganz ehrlich. Jetzt aber, gut. Alter. Sowas nicht hohes Bein oder so? Ganz ehrlich. Derby County waren aber nicht die mit Unua, oder? Die ist da einfach eiskalt Unua gekauft hatten. Bei Everton spielt er Unua, oder? Ich hab das immer noch nicht auf dem Schirm. Ich weiß nur, dass er eigentlich in der Premier League spielt, weil der mal in meinem Premier League Team war. Bei Ultimate Team. Ja, dafür kriegt er Freistoß. Und ich auch noch eine gelbe Karte. Was? Als ob der mir eine gelbe Karte gibt. Nein, okay, nur Freistoß. Aber trotzdem. Der kriegt Freistoß für so eine Situation. Aber wenn die mich da vorne umhauen oder so, ist gar nichts. Da so ein Pass würde ich auch gerne mal machen. Ich weiß aber nicht, wie ich den mache mit dem Xbox Controller. Ich glaube, es hat mir mal jemand erzählt gehabt. Aber keine Ahnung. Was doch zu Henry? Ach, nicht Henry Dicko, Mann. Ei, ich verwechsel schon den Namen. Henry sollte zu Dicko passen, aber Dicko, der lief einfach nicht los. Guck mal, mit was für einfachen Tricks die mich ausdribbeln können, weil da meine Spieler nicht ordentlich Ball abnehmen können. Ja, hier sowas. So eine Sache mache ich. Ball abnehmen von hinten, aber dann am Spieler hängen bleiben. Why? Ich wusste, dass er da passt, ganz ehrlich. Oh, super. Ganze Zeit nicht Ball abnehmen, dann drücke ich Ballabnahme und dann schießt er den Ball ins Aus. So komplett ins Aus. Also so ein Schuss, den man mit B halt macht. Komm mal, Alter, ganz ehrlich. Halbzeit 0-0. Meine Güte. Die spielen ein krasses Spiel. Also ich habe das Gefühl, dass die sehr offensiv spielen irgendwie. Kann mich dabei aber auch täuschen, ja. Also. Ja, wenn wir in die Verlängerung gehen, dann wird es hier nur ein Spiel sein in dem Part. Vielleicht wird es auch so nur ein Spiel sein, weil es mir zu sehr laggt. Bin mir da noch nicht ganz so sicher, ob wir gleich noch ein zweites Spiel hinterher schieben. Und wenn es dann laggt, kann ich die Aufnahme nicht beenden und dann müssten wir laggend spielen und das ist noch schlimmer als das hier schon. Denn hier bei dem Spiel laggt es ja auch schon ganz schön hart. Kann natürlich niemand mit dem Kopf ran oder so. Nein. Weißt du, gibt es eine Taste, wo man einen zweiten Verteidiger rufen kann? Aber wenn der zweite Verteidiger nicht dahin läuft, wo der Ball ist, ist das schon dumm. Das war auch klasse. Das wäre nämlich fast ein Eigentor von Gorbun gewesen. Der hat nämlich den Ball abgeblockt. Scheiße, ich habe außerdem passen gedrückt. Habe ich gar nicht gewollt. Ja, ich in der Situation echt nicht gewollt. Oh, ganz ehrlich. Bellerin läuft los. Bellerin läuft los, bleibt stehen und in dem Pass, in dem Moment passe ich auf ihn. Einen hohen Pass in Lauf. Und da kann er dann natürlich nicht mehr. Nein! Ja! Sakko! Oh Gott! Latte! Und dann nach... Guckt euch den Schuss von Sigurdsson an. Latte unten raus und dann der Kopfball von Sakko. Oh! Alter, so ein Glück. Und der Torwart natürlich am Pfosten da hängen geblieben, Grant. Noch mehr Glück. Alter. Oh Gott. Der Schuss von Sigurdsson. Den will ich mir jetzt nochmal in der Wiederholung ansehen. Bakary Sakho, Leute. Bakary Sakho hier. Jetzt schauen wir es uns nochmal an. Und zwar in Zeitlupe. So, wir können da bestimmt näher ran. Nicht mit der Kamera, wartet doch mal. Jo. Zip, zip. Zack. So, jetzt in Zeitlupe. Oh, das ist hier so semi umgedreht, glaube ich. Nee, doch nicht. Dieser Schuss, ja. Gegen die Latte und da.
Da, guckt es euch an, ja? Guckt es euch an. Hallo? Also, meiner Meinung nach könnte man das schon zählen lassen, ja? Weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber das ist schon sehr knapp. Auf jeden Fall. Und dann natürlich Glück gehabt, dass Bakary Sako da rankommt und der andere höher springt. Der Torwart natürlich hier abgelenkt durch den Pfosten, kam da nicht durch. Also Glück im Unglück, kann man sagen. Sollte man sagen. Und damit müssen wir auch schon einen Spieler wieder auswechseln. Denn Bellerin ist K.O. Der nächste, der K.O. sein wird, ist Deco. Und für Deco wird dann auch demnächst noch ein anderer Spieler kommen. Müssen wir hier aber natürlich konsequent stark weiterspielen. Ah, ist natürlich schön jetzt. Sako auch mal ein Törchen mal wieder. Er hat ja früher auch Tore gemacht. So ist es ja nicht. Aber das ist lange her. Er ist eher der Vorlagenleger und jetzt hier eigentlich ein kompletter Mittelfeldschüler, Spieler, oder Schütze sagen. Weil er ist halt ein Mittelfeldspieler und nicht mehr oder weniger. Und daher kaum noch am Tore schießen. Meine, wir haben gesehen, unser Innenverteidiger Eihahn kann auch Tore schießen. Natürlich der geile Freistoß. War doch im letzten Part. Hoffe ich zumindest. Ich bin mir da schon wieder nicht sicher, ne? Ja, ihr kennt das ja. Oh, Barth. Ja, der gefällt mir gar nicht, der Junge. Ich hätte ihn gerne als Innenverteidiger. Wäre der bestimmt mega geil. Aber zum einen will er gar nicht mehr in unserem Verein sein, ja. Gar keinen Bock mehr, will gehen. Zum anderen, aber brauche ich jemanden, den ich im ZDM spielen lassen kann. Und dafür nehme ich halt gerne Barth. Weil er eh auf der Bank hockt. So, dann kann man ihn ja dann da auch einwechseln, weil ZDM ist ja was. Ne, wo an hinten? Defensiv. Zentraler Defensiv-Mittelfeldspieler. Aber der kann nichts. Das ist. Ich verstehe es nicht, wie der auf eine 70 kommt, dass er so manche Bälle so vorbeigehen lässt. Aber ernsthaft. Oh, lauf, Sako, lauf. Oh, nein, der war zu doll. Ganz ehrlich, Sigurdsson. Mann, Deco kann nicht viel mehr sprinten. Das war, glaube ich, einer der letzten Sprints für Deco. Am heutigen Tag. Okay, gut. Ja, das meine ich nämlich. Da zerrt er sich und dadurch, dass er sich zerrt, muss er sofort raus. Würde er Toni reinnehmen, aber... Nee, ich nehme Deli rein und setze Lingard darüber. Ja, ihr seht auch Henry Sako auch schon K.O., weil wir einfach jede Woche zwei Spiele haben und das jetzt schon richtig lange. Wir haben echt immer Dienstag, Sonntag oder so, oder Dienstag, Samstag, was weiß ich. Also immer in der Woche ein Spiel und dann am Wochenende wieder ein Spiel. Und das ist richtig viel. Vor allem jetzt durch FA Cup ist es nochmal mehr. Ich meine, wir haben ja schon mehr Ligaspieler als zum Beispiel in der Bundesliga. Und die Bundesliga kommt ja gerade so mit allen Wochenenden aus und einer schönen Winterpause dazu. Und ja, ihr seht, was man da für Probleme bekommt. Die Spieler werden nicht richtig fit. Man bräuchte eine A- und B-Elf, aber wir haben nicht genug Spieler für eine A- und B-Elf. Ich meine, als Stürmer, wir haben drei wirkliche Stürmer. Embolo ist jetzt verletzt, heißt, wir haben nur noch drei Stürmer und ein Auswechsel, was Toni ist. Und Toni kann man auch schlecht von Anfang an so spielen lassen, ja. Hier, das mache ich nämlich. Ich habe mit Barth nämlich eigentlich sofort passen gedrückt. Hat aber nicht so auf die... Oh, schade. Nicht so auf die Reihe bekommen. Ja, also eigentlich nur noch vier Stürmer. Drei lassen wir spielen. Und dann war's das. Oh, ich habe runterpassen gedrückt. Der Verteidiger hat den Ball natürlich abgeblockt. Beziehungsweise ja abgeblockt und dadurch kam der Torwart dann an den Ball. Ich weiß nicht, ob er den da hätte Hand nehmen dürfen, weil normalerweise ja nur nach Kopfball. Wobei ich halt den Verteidiger angeschossen habe, was vielleicht dann anders zählt. Angeschossen. Weiß ich nicht. Ja, das mag ich nicht an Lingard. Der ist zwar schnell, klein, aber dafür nicht so stark, was
Tacklings und so angeht. Sigurdsson! Saftig! Perfekt, Leute! Was will man denn mehr? Habt ihr das gesehen? Schöne Flanke hier von Lingard. Sehr schön, Sigurdsson mit dem Köpfchen. Gut mitgedacht. Torwart keine Chance, der war bombenfest. Björn Sigurdsson, sein zweites Tor jetzt schon im FA Cup. Hat er auch schon gegen Everton gescored. Nach Einwechslung war das, glaube ich, sogar. Da ihr mir ja gesagt habt, beziehungsweise Engel das HD das empfohlen hat, Embolo und Dingsi darauf zu spielen zu lassen und Embolo und Lingard, weil sie doch sehr schnell stärker werden. Und wenn ich die beiden spielen lasse, dann muss ich, also ist nur noch ein dritter Stürmerplatz frei und das ist für Deco. Deco muss nämlich spielen. Da gibt es kein Vorbei. Oh Gott. Automatischer Spielerwechsel und ich laufe ohne Ball los. Elfmeter? Nein. Ich dachte, es gibt ja Elfmeter in die Ecke. Ja, 90. Minute hat sich gerade schon wieder hier, ich glaube Johnson war das, der sich, ja, Johnson hat sich gezerrt, vorhin auch schon Sakko, kurz vor dem Tor oder so. Und jetzt ist vorbei. Gut. Unser Team ist ganz schön K.O. jetzt nach dem Spiel. 2-0 gewonnen, Leute, gegen Derby County. Späte Tore, zweite Halbzeit. Aber Sieg ist Sieg. Zwei Türchen sind auch geil. Was wollen wir mehr? Unser Team freut sich jetzt natürlich. Wir sind weiter. Und dass wir weiter sind, hat was zu bedeuten. Und zwar können wir... Oh, Man City. Nein! Halbfinale, Man City. Okay, wir können jetzt um mehr Geld betteln bei unserem Chef. Geänderter Spieltermin, da seht ihr es mal wieder hier. Alter Termin, 17. März, auf den 24. März jetzt verschoben gegen Middlesbrough. Einfach, weil wir am 17. März wahrscheinlich dann das Spiel gegen Man City haben werden. Und ja. Seht, was ich meine. Also, da ist so, Ligameister, Halbfinale erreichen. Haben wir erreicht, also Finale erreichen. Ja. Seht ihr, hier wie K.O. Sakko, da ist gar nichts mehr. Henry auch nichts mehr. Manche haben noch ein bisschen was. Jetzt haben wir erstmal eine ganze Woche Pause. Bis zum Samstag. So. Und schauen erstmal ins Büro. Sehr viel. Aktuell ist das Belgien. Okay. Geänderter Spielteam. Noch einer. Neuer Termin 14. April statt 18. April. Ah, das fehlt. So, Turnierpreisgeld 360.000. Abschlussbericht für Tillemont. 1,9 Wert, wenn ich die Anfrage mache, dann wird da gleich ein anderer Preis stehen. Aber ich mache die Anfrage einfach. Tillemont ist ein sehr schönes Talent. 17, 73 gesamt. Die werden für den um die 15 Millionen haben wollen. Also schon krass. Jadwolf, bitte beachten Sie, ach, Justo Benitez vom 20. bis 26. März. Das ist kein Problem. Transfer. Ich verschwende hier meine Zeit, weil ich nicht eingesetzt werde. Ich möchte daher, dass sie mich auf die Transferliste setzen. Ja, Toni ist okay. Mach ich aber nicht. Chelsea schlägt Rivalen Liverpool. Achso, Chelsea hat sich 2-0 gegen Liverpool durchgesetzt. Na, sehr toll. Bolton heißt Wolves zu diesem Ligaspiel mitten in der Saison willkommen. Ja, wir spielen jetzt noch schnell gegen Bolton. Keine Ahnung, wie lange jetzt das geht, weil ich habe jetzt nicht mal mein Handy da stehen, wo ich direkt sehe, wie viel. Ich bräuchte ja unbedingt einen zweiten Bildschirm. Aber das ist nicht so einfach, einen zweiten Bildschirm zu bekommen. Jetzt seht ihr alle wieder schön fit nach einer Woche Pause. Und so soll es sein, ja. So müsste es öfter sein. Aber gut. Ist nun mal jetzt so. Kann man nicht viel ändern. Muss ja mal ganz kurz an meinem Handy. Ne. Ist ja immer am Zocken, immer am Zocken. What? Ah, okay. Ja, ja. So, Spiel beginnen wir. Geiles Stadion hier. Sanderson Park. Bolton Heim. Hab das Gefühl, dass wir noch nicht gegen Bolton gespielt haben. Gegen die Wölfe. So. Super. Bolton ist 8. Wir sind 1. Aber wir haben ganz schönen Vorsprung.
Von daher geht das. So, was schreibt denn hier unser Kollege Tobi? Ja. Einfach mit Ja antworten. Das passt immer. Nee, natürlich nicht. Muss ja schön aufpassen. Immer aufpassen, was er schreibt. So, können wir da irgendjemanden? Nee, ne? Der Spearing. Oh, Bock da. Nee. Medo hier auf der Bank. Ja, Bank und so. Oh, Druck und Pressing. Diesmal von Anfang an die Taktik gleich reinpumpen. So. Unser Team ist stark. Was ich nicht so leiden kann, ist, dass die Hälfte des Stadions hier. Ach, jetzt kriegt er gleich mal eine Verwarnung. Was ich nicht so leiden kann, das halbe Stadion hier ist beschattet. Also ich meine, ja, schön, dass die Sonne scheint. Schatten gefällt mir aber nicht. Das ist so. Also es ist jetzt nicht so dunkel, ne? So ist es nicht. Aber auf jeden Fall schon ein anderes Licht. Und in dem Sinn ist es dann doof. Ja, also. Ah! Spielerwechsel schon wieder. Der war in dem Moment richtig schlecht gewählt. Ich habe Spielerwechsel auf manuell gestellt. Der wechselt die Spieler trotzdem automatisch bei manchen Sachen. Ach, schade, der war schon aus. Ich habe direkt passen gedrückt, als der den Ball abgenommen hat. Aber letztendlich hilft das oft nicht viel. Denn wenn aus, dann aus. Ja, Tsunali hat hier viel zu rennen. Ist nicht gerade der ausdauerstärkste Spieler. Hä? Ich drücke die ganze Zeit nur Y. Ihr seht ja unten immer den Balken, wenn ich schießen drücke. Ich habe die ganze Zeit Y gedrückt, damit er endlich einen passenden Lauf spielt. Aber irgendwie hat der Gegner da die ganze Zeit so blockiert. Ich weiß nicht genau, was er da gemacht hat. Oh, der war noch rechtzeitig. Sehr schön. Dass er nicht diesen passenden Lauf gemacht hat. Oh! Ah, da kam der Torwart raus. Ich habe jetzt nicht verstanden, warum Siguardsen plötzlich auf der Seite ist. Spielerwechsel immer wieder, so wie wir ihn kennen. Richtig scheiße. Oh, den habe ich umgebolzt. Eigentlich nur, weil ich den Ball treffen wollte. Er hat den Ball aber vorher abgegeben. Da wird es wahrscheinlich noch eine gelbe geben. Oh! Passt doch bitte auf Sakko. Auf jeden Fall sehr schönes Spiel nach vorne, aber sie haben sehr starke Defensive. Vor allem irgendwie sehr, sehr große Defensive. Jo, sehr gut, dass ich da mit Gorbon weggerannt bin. Ja, komm, Alter. Bei solch einem Passspiel kann ich nicht viel machen. Kacke ist halt, dass das Stadion so scheiße bebt. Ist okay. Hast ein Tor gemacht. Ist schön gemacht. Ich konnte da nicht viel verteidigen. Ich meine, bin immer dahin gegangen, wo der Ball war. Letztendlich war dann irgendwann einer frei. Ja, so ist das halt, wenn man versucht, die ganze Zeit in Richtung Ball zu kommen. War natürlich hier wieder das perfekte Beispiel, wie gut die Pässe bei unserem Team funktionieren. Schön Tsunali hier in dem Moment. Was? Oh, ganz ehrlich. Wie kann der den denn bitte retten? Oh, Siguardsen, ey. So schlecht. Sorry, aber das ist dann schlecht. Oh, was ist denn los bei dem Torhüter? Beast Mode oder was? Oh, der war zu schwach. Direkt bemerkt. Sakko mit dem Nachschuss. Oh. Schade, den hat noch einer abgeblockt. Aber ein Gegner. Wahrscheinlich war es Davis. Noch eine Ecke. Nein. Öztunali hier. Aber der war vorbei. Schade. Ist natürlich jetzt auch wieder hier die
Quote von wegen ohne Gegentore und so. Ruiniert bei unserem Torhüter. Aber ich bin kein Freund von Niederlagen. Ich meine, klar, irgendwann wird es soweit sein, dass unsere erste Niederlage kommt. Aber ich habe Angst, dass das unser Team zu sehr demoralisiert. Wie man so schön sagt. Ja, war natürlich jetzt perfekt, dass er erst da gefoult wird und dann doch noch irgendwie weiterkommt. Und aber in dem Moment dann. Ja, natürlich. Oh, ja, wartet doch. Was? Nicht gedacht, dass er nicht so weit kommt, Alter. Ich dachte, er geht schon noch aufs Tor oder so. So. Alter! Nö, kein Foul! Wieso auch? Ganz ehrlich, das war ja mal so ein Foul, ja? So weit wie Dicko da geflogen ist, finde ich schon, dass das ein Foul war. Aber gut. Der Schiri empfand das. Mann, hör auf mit dem Spielerwechsel, Alter! Sorry, dass ich ausraste, aber es nervt mich jedes Mal bei FIFA. Immer wenn ich FIFA spiele, wechselt ihr einfach random den Spieler. Ich hab das aus! Ich meine, was soll ich denn mehr machen? Ich möchte einen manuellen Spielerwechsel. Einfach aus dem Grund, dass wenn mir der Ball abgenommen wird, ich auch mit dem Spieler, dem der Ball abgenommen wird, direkt hinterherlaufen kann. So hier zum Beispiel. Und dann da nochmal rankomme. Jetzt hier natürlich nicht geschafft. Aber der Schiri, der ist sehr einseitig. Der ist richtig einseitig. Jetzt gerade schon wieder. Ich habe den ein bisschen berührt am Bein. Also er ist nicht hingefallen. Nichts passiert. Und die haben sofort Vorteil bekommen. Aber bei mir kommt sofort eine Grätsche und der macht gar nichts. Also der Schiri sagt nichts von Vorteil oder sonst irgendeinem Pfiff. Nichts. Und daran sieht man schon, wie einseitig der hier ist. Wusste ich gar nicht, dass das so geht. Da auch schon wieder so ein Trikotzug gewesen, wo Sigurdsson am Ball ist. Am Ball war. Ich tacke die ja auch jetzt ja. Ganz ehrlich. So. Nein! Alter, ich hab's doch mit dem Aluminium. Da, sowas meine ich! Meine, hallo? Okay, gut, vielleicht hat er jetzt hier wirklich den Ball gespielt in der Situation. Da konnte ich es nicht so genau erkennen. Aber trotzdem, Lingard fliegt hin und nichts passiert. Von wegen Pfiff oder so. Und das ist dann schon, ja, keine Ahnung, ist schon immer ein bisschen scheiße. Alter, ganz ehrlich. Ja, der Pass war der beste. Stehen so viele Spieler rechts, wo ich hingedrückt habe, aber er macht den da hin. Ja. Ist immer diese Randomness von Schüssen, Alter. Die hinkommen, wo der Spieler es letztendlich hinhaben will. Und nie verstehe ich, warum. Doch. Hallo? Ja, oh, pass doch weiter, Öztun Ali. Ich drück sofort weiter passen, aber nichts passiert. Öztun Ali schon so K.O. Oh, scheiße, Alter. Der Junge gefällt mir eigentlich schon, weil er sehr stark defensiv ist, aber gefällt mir in dem Sinne gar nicht, dass er so wenig Ausdauer hat. Das ist so wie so ein Schweinsteiger, den ich niemals in mein Ultimate-Team nehmen würde, einfach weil er viel zu wenig Ausdauer hat. Ist so. Ah ja, ich sehe es schon. Komm hier, Niederlage.
meine, ich spiele jetzt schon offensiv und tu alles, aber letztendlich hilft es ja doch nicht. Oh, wie schön. Ich dachte, ich schieß extra in die Richtung, wo Deko steht. Aber letztendlich dachte ich da ja auch irgendwie falsch. Ja, also ist ja nicht so, dass mein Spieler dadurch verletzt wird oder so. Nee, gar nicht. Meine, gut, klar, das war jetzt wirklich beigespielt, das hat man gesehen. Da hat er zuerst, also hat er wirklich in den Ball gegrätscht. Aber trotzdem, ey, ist schon ganz schön brutal, was die da veranstalten in manchen Situationen. Deko ist durch! Yeah, Deko! Ja, Mann! So muss das sein! Nur Deko! Schöner Pass hier, Seguarzen, schön gesehen. Und Deko macht es, tunnelt den Torwart noch. Der wird sich nicht freuen. 1-1, 24. Tor in der FL Championship. Geil. Wirklich geil. So möchte ich das sehen. So ist, ja, so will ich das hier einfach sehen. Wir spielen wieder auf ausgeglichen. Denn so sehr offensiv müssen wir jetzt nicht mehr sein. Jetzt geht es darum, noch ein Tor zu schießen. Unter anderem auch, ja. Doch, schon. Barth. Unser super starker Innenverteidiger. Oh, schöne Flanke. Mal probiert mit Sakko hier. Aber der Ball wurde abgeblockt. Das gibt eine Ecke von Henry. Der ist gezerrt. Eigentlich erholen die sich davon immer ziemlich schnell. Ach, egal. Wir lassen ihn erstmal drin und schauen, dass er sich da erholt. Die Ecke kriegt er hin. Der Schuss. Da war der Torwart. Aber richtig stark hier der Torwart. In dieser Situation. Unser Verteidiger da weniger stark. Bellerin. Im Kopfball-Duell. Eben gerade noch gewesen. Ah ja. Oh, da war unser... Na komm, du... Ihr Käme, nimm doch einfach. Eihahn auch sehr stark hier verteidigt in der Situation. Wurde gerade nochmal die Wiederholung gezeigt, wie Eihahn da reingegangen ist. So, weggegriffen. Deko jetzt im Ballbesitz. Laufe ich einfach mal. Das ist unser Ball. Lol, ich habe schon wesentlich früher einen Trick gedrückt, aber also Schuss antäuschen, damit kann man ja ausweichen sozusagen. Aber das hat nicht so geklappt, wie erwartet. Bellerin hier auf dem Flügel, der hat gar keine Ausdauer mehr. Aber da sehe ich Lingard. Das brachte auch nicht viel. Okay, er klärt den Ball ins Aus. Wir schauen nochmal ganz kurz in die Spieler. Wir haben noch 2 Minuten. Und daher wechseln wir jetzt nochmal schnell Sakko aus und Toni für Lingard rein. Denn Toni ist ein bisschen größer. Und wenn ich jetzt aus der Situation hier was mache, dann ist das gar nicht so schlecht. Seguarzen! Björn Seguarzen! Was ein Ding! Diese Vorlage! Bellerin hier mal wieder! Flanke! Und Seguarzen macht das! Kopfball stark! Schon gerade gesehen gegen County Derby! Derby County so rum! Warum sage ich es immer andersrum? Und jetzt hier dieser Kopfball! Keine Chance für den Torwart! Da war er viel zu weit rausgegangen! Der Auswärtsblock tobt! Und der Abwehrriegel auch. Jetzt heißt es noch 4 Minuten Überlebenskampf der starken Wölfe hier. Damit hat niemand gerechnet. Zur Halbzeit liegen sie hinten. Und jetzt in der 90. Minute steht es 1-2. In Sanderson Park, Bortons Stadion.
Und da ist Toni. Oh, oh, Toni! Schütt dem Schuss! Daneben, schade. Letzte Aktion, letzter Schuss. Der kam von Toni. Da waren dann doch, kamen doch zu viele Verteidiger. Da war er nicht schnell genug mit dem Ball. Aber ich meine, 1:2 gewonnen. Seguarzen hier mit der Entscheidung in der 90. Minute. Unsere Fans toben. Und der Torwart, der schämt sich. Natürlich schämt sich der Torwart von den Gegnern. Denn 50 Minuten lang haben sie 1-0 geführt. Dann kam Deco mit dem Ausgleich. Und zum Schluss klappt es doch mit Seguarzen, der in der 90. den Kopfball reinmachte und damit Spieler des Tages wurde. Bei 4 von 5 Schüssen aufs Tor. Ja, der Torwart von denen hat 7 Paraden. Das muss man ihm natürlich lassen. Auch stärkster Spieler bei ihnen. Nein, Spearing ist stärkster Spieler. Was hat Spearing gemacht? Der hat die Torvorlage gebracht. Naja. Starkes Spiel, starkes Spiel. Mit einem Sieg. Für uns sehr schön. Ja, hier seht ihr 15 Millionen. Ich hab's ja gesagt, 15 Millionen werden das sein für Tielemont. Ich meine, 17 Jahre, 73er Bewertung. Entschuldigung. Oi. Und, ja, Spieler auskuriert. Predonet Embolo ist auskuriert. Sehr schön. Bedeutet aber, dass er noch nicht so spielen kann. Wir werden ihn einfach nur auf die Bank setzen. Dass er halt im Stadion ist für Notfall. Im nächsten Spiel wird er noch nicht spielen. Natürlich dann aber in dem Spiel darauf. Nächstes Spiel gegen Middlesbrough. Haben wir ja schon irgendwo gelesen gehabt. Ich weiß ja, man kann doch hier immer so diese Team der Woche. Ja, natürlich niemand von uns. Warum auch? Ja, sämtliche Teams der Woche. Vereinsnews, Eilmeldungen, ja. Wolves hat die perfekte Balance gefunden. Trainer von Middlesbrough ist beeindruckt von der Ausgeglichenheit des kommenden Gegners Wolves und glaubt, dass sein eigenes Team höchste Aufmerksamkeit an den Tag legen muss, wenn es gewinnen will. Sie haben mir ziemlich imponiert, gab er kürzlich in einer Pressekonferenz zu. Sie sind ziemlich ausgeglichen und jeder hängt sich für den anderen rein. Wir müssen vorsichtig agieren, sonst gehen wir als Verlierer vom Platz. Jede einzelne Partie ist wichtig. Wir können es uns nicht leisten, irgendein Team auf die leichte Schulter zu nehmen. Insbesondere nicht ein potenziell gefährliches Team wie das Wolves-Team. Ja, wie das Wolves-Team. Gegen wen spielen wir denn Middlesbrough? Warum kämpfen die? Um den Abstieg? Nee, 16. Ja. Wir haben jetzt einen ganz schön harten Vorsprung im Gegensatz zu Wigan Athletic. Denn wo wir die Siege haben, haben die die Niederlagen. Ja, das ist schon krass. 12 Gegentore nur. Und man sieht dann hier Top-Torjäger Deco, 24 Tore im FA Cup. Keiner von uns. Ja, komm. Hull City, Alter. 5 Tore hat der Junge geschossen. Gibt der One Cup. So, FA Cup ist ja der momentane Cup noch. Torvorlagen, da war auch niemand hier oben. Aber ohne Gegentor, IK mit 22 Spiele von 35. Das ist schon spitze. 22 von 35, ja. Gut, das soll es gewesen sein für den heutigen Part. Nächstes Mal geht es dann weiter gegen Middlesbrough in der Liga. Und ich meine, Liga sind wir ja doch immer wieder schön stark. Werden wir dann sehen, wie das weitergeht. Ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dahin, haut da rein. Ciao, ciao.